Weil es immer mehr Menschen gibt, die von Alzheimer oder anderen Demenzformen betroffen sind. Demenz bedeutet einen schleichenden Abbau der kognitiven Leistungsfähigkeit. Der Abbau ist schwer genug, dass die Betroffenen einfach ihr tägliches Leben nicht mehr alleine stemmen können. Gedächtnisstörungen, also vor allem das Kurzzeitgedächtnis ist betroffen. Je länger die Erinnerungen zurückliegen, desto mehr werden sie in der Regel noch erinnert. Dann Orientierungsstörungen, zeitlich, örtlich, zur Person. Und natürlich auch der Abbau der geistigen Leistungsfähigkeit. Denken, Sprache, Handeln wird alles beeinflusst. Es gibt auch Störungen der Gefühlswelt und des Verhaltens. Vor allem Unruhe, Angst, auch Depression wird beobachtet. Dauern die Symptome länger als 6 Monate an? Kommt es zu einer Einschränkung in der Alltagsfähigkeit? Kann die Diagnose Demenz auch gestellt werden? Die Diagnose muss ein Facharzt stellen, ein Psychiater oder ein Neurologe, muss aber vorher andere Diagnosen ausschließen. Der Facharzt macht zuerst Tests, setzt dann bildgebende Verfahren ein, CT, MRT. Und die Demenz ist eine fortschreitende Krankheit, geht in die palliative Krankheit rein. Am Anfang leidet er sehr darunter, weil er es noch mitkriegt. Er hat Angst, weil er nicht weiß, was kommt, und wirkt dann auch oft niedergeschlagen, weil ihn das belastet. Im Laufe der Krankheit werden die Symptome schlimmer. Der Patient kriegt es dann allerdings vom Gedächtnis her selber nicht mehr so arg mit. Es wird dann eher wahrgenommen von Umfeld, von seinen Angehörigen. Ja, zunächst sind erstmal leichte Symptome vorhanden. Das ist am Anfang. Das heißt, das Denken bekommt Lücken, man hat Wortfindungsstörungen, man benutzt Hilfswörter wie Dings da, versucht eben dann auch so peinliche Situationen einfach, sag mal, so ein bisschen zu umgehen. Ja, man hat manchmal auch ein Misstrauen, Peinlichkeiten gibt es ja auch, weil ja manche Wörter dann einfach auch nicht mehr weiß. So, das Vergessen wird vertuscht und ich baue mal so eine Fassade praktisch mit auf. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich kann Orientierungshilfen zum Beispiel einfach mal mit anbieten, dass eine Uhr da ist. Ich habe einen Kalender, man kann Post-its machen. Das heißt einfach, dass ich auf die Fassade den Menschen jetzt nicht zerstöre, sondern einfach einfach darauf achte, dass der Mensch noch einfach einen Wert mit hat. Auch der Umgang selber, das heißt meine Kommunikation zu diesem Menschen spielt eine wesentliche Rolle. Also wie wende ich mit diesem Menschen auch zu? Habe ich die Bereitschaft dazu, einfach dann trotzdem wertschätzend, auch wenn ich irgendwie das gar nicht verstehe, was er von mir will, wertschätzend mit diesen Menschen dann auch umzugehen. Also freundlicher Umgangston, meine Kommunikation ist ein wesentlicher Schlüssel dazu. Ja, auch dass ich Informationen entsprechend in einer einfachen, verständlichen Sprache diesen Menschen dann einfach anbiete. Auch der Tagesrhythmus spielt eine wesentliche Rolle. Das heißt, die Menschen brauchen dann eine Routine mit dabei. Das heißt, ich weiß, okay, morgens um 8 kommt immer irgendwie, ist halt der Kaffee auf dem Tisch und die Brötchen sind da und ich kann dann frühstücken. Und auch, dass der Schlüssel immer zum Beispiel an einer bestimmten Stelle liegt, dass er weiß, okay, wie gehe ich praktisch dann aus dem Haus mit raus. Also Dinge nicht einfach verrücke, sondern einfach da lass und an einer festen Stelle lass. Also da werden die Defizite sind einfach schon deutlich sichtbarer. Das heißt also auch die Umwelt nimmt das einfach vermehrt wahr, dass irgendwas nicht passt. Ja, die Sprache bricht vielleicht zusammen, also die Wörter einfach des Vergessens werden immer mehr. Er kann manchmal auch gar nicht mehr irgendwie tatsächlich irgendwie sich vernünftig einfach ausdrücken, sodass die Umwelt einfach das wirklich wahrnehmen kann. Manchmal vergisst er einfach auch, wer überhaupt der Mensch ist, der ihm gegenübersteht. Das können auch nahe Angehörige sein, die er eigentlich sonst tagtäglich um sich hat. Es kann auch sein, dass es dann zu Vermeidungen kommt, zu aggressiven Verhalten auch mitkommt. Und der Mensch selber zieht sich häufig dann so in seinem sozialen eigenen Umfeld eigentlich zurück, eben um eben diese Situation auch mit ein Stück weit aus dem Weg zu gehen. Das heißt, er lebt immer mehr in seiner Welt
und auch irgendwelche Veränderungen in seiner Welt eigentlich, also wenn da irgendeine Routine nicht mehr passt, dass er zum Beispiel der Schlüssel eben nicht mehr an der Stelle liegt, bringt ihn schon komplett aus dem Gleichgewicht und er reagiert entsprechend mit weiterem Rückzug oder vielleicht auch mit einem verstärkten aggressiven Verhalten. Ja, also die einfach die Stufen, das steigert sich, das ist, geht praktisch so ineinander dann auch über, einfach dieser Fähigkeitsverlust, diese Sätze nicht mehr vollständig zu sagen, aber auch zu verstehen, was der Gegenüber auch mir praktisch sagen möchte. Das heißt, es werden irgendwelche Wörter nur noch gebildet und daraus muss dann der Gegenüber sich dann vielleicht mal überlegen, was könnte denn auch tatsächlich der auch gemeint haben. Die Kontaktaufnahme ist auch häufig nur noch über die Beziehungsebene möglich. Das heißt, ich kann ihn dann ansprechen, aber ich kann nicht erwarten, dass dieser Mensch jetzt überhaupt versteht, was er eigentlich wirklich von ihm will, außer ich zeige es ihm oder führe ihn an diese Tätigkeit, die ich mir jetzt einfach halt überlegt habe, einfach halt mit dran. Das heißt also, die Gefühlswelt selber, die spielt sich dann ganz direkt ab. Die Menschen können entweder Freude zeigen noch, aber sie können aber auch Trauer, Angst durch entsprechendes Verhalten schon noch ausdrücken, aber schon in stark reduzierter Form dann mit dabei. Und die Authentizität selber gegenüber dem wird schon sehr gut wahrgenommen. Also der Mensch kann schon noch gut erkennen, meint er das eigentlich ehrlich mit mir oder ist es zum Beispiel irgend so ein aufgesetztes Verhalten, weil ich das halt so irgendwie praktisch mit eingeübt habe im Prinzip. Und die Ebene selber, also die Kommunikationsebene, geht eben fast ausschließlich nur noch über diese Beziehungsebene, also nicht über das ganz normale kognitive Verstehen mehr, so wie wir jetzt zum Beispiel dann miteinander sprechen können. Man hört es ja also an der Sprache, an der einfach wie jemand Sätze formuliert, aber auch wie jemand auf mich zugeht. Ja, man spürt es ja auch am Atmen, wenn jemand Hektik und Stress ist und sagt, so jetzt machen wir mal alles in aller schönen Ruhe und ich sehe praktisch, der Schweiß steht mir schon auf der Stirn und ich gucke ständig irgendwie auf die Uhr, weiß der andere schon ganz genau, merkt an meiner Körperspannung, dass es einfach gar nicht passt mehr zu dem, was ich eigentlich von ihm will. Und auch mein Verhalten, sag mal, dem gegenüber wird immer schneller. Das heißt, ich fordere den Menschen viel zu stark ein, so nur dem Motto, beeil dich mal. Aber er kann mir ja erstmal noch gar nicht folgen, sondern ich muss ihm eigentlich dann tatsächlich auch Zeit lassen. Die Betroffenen sind immer unvorbereitet und unerwartet mit besonderen Vorkommnissen konfrontiert. Neue Räume, neue Umgebung, lange Flure. Andere Wege zur Toilette. Das alles lassen die Patienten unsicher und unruhig werden. Den Patienten kann man unterstützen, indem man besonders mit ihm umgeht, indem man die Beziehungsgestaltung in den Vordergrund rückt. Wir können uns vorstellen, sogar einen Angehörigen mit aufzunehmen als Begleitperson, der dem Patienten vertraut ist und der ihm Sicherheit und Halt gibt. Ja, und zwar haben wir einen Biografiebogen entwickelt, der für Angehörige gedacht ist. Da werden bestimmte Fragen zu vertrauten, bekannten Dingen des Patienten gestellt, die von Angehörigen oder Pflegeheimen auszufüllen sind und die uns extrem weiterhelfen in dem Umgang mit diesen Patienten. Wichtig ist noch, vertraute Dinge mitzubringen, eigene Kleider, eigene Hilfsmittel wie Hörgeräte, Brille, Zahnprothese, Pflegeprodukte, Kleidung und vertraute Dinge wie Lieblingskissen, Lieblingskuscheltier oder andere Sachen. Also eine Pflegekraft wünsche mir eine offene Zusammenarbeit, dass sie mir auch praktisch ihre Beobachtungen mitteilt, die sie an ihrem Angehörigen macht, die auch Veränderungen betreffen, damit wir rechtzeitig reagieren können. So ein Klinikaufenthalt könnte auch zu einem ganz akuten Verwirrtheitszustand bei ihrem Angehörigen führen. Diese Gefahr ist immer da und um dies abzufedern und zu vermeiden, sind wir angewiesen, dass sie uns die Veränderungen ganz frühzeitig mitteilen und dass wir gemeinsam da einen Weg finden, um dieses eben zu vermeiden. Das wäre uns ganz wichtig, weil wir die Demenz eben als eine ganz besondere Erkrankung auch sehen und auch die Bedürfnisse des Demenzerkrankten, die ganz besonders sind.
Um Sie dabei zu unterstützen, haben wir einen Flyer entwickelt, der Umgang mit an Demenz erkrankten Patienten darstellt, und diesen Flyer dürfen Sie gerne mitnehmen.